Mein neuer Partner Wevor ist ein Online-Händler von Werkzeugen aller Art mit einem sehr umfangreichen Sortiment. Für ein erstes Videoprojekt habe ich diese Frässpindel inklusive Steuergerät erhalten. Mit 3 Kilowatt an elektrischer Leistung handelt es sich um ein Gerät, das für ambitionierte Bastler und für den professionellen Einsatz beworben wird. Mit einem Gewicht von 7 Kilogramm und den Abmessungen 31 x 9,5 x 8 cm ist diese Frässpindel definitiv kein Kinderspielzeug. 2 Gabelschlüssel, ein Stecker zum Anfertigen der Verkabelung und insgesamt 3 Spannzangen für Werkzeuge mit Schaftdurchmessern von 6 mm, einem halben und einem Achtel Zoll werden mitgeliefert. Auch die nur mit den nötigsten Angaben versehene Bedienungsanleitung in englischer Sprache macht klar, dass es sich nicht um ein Werkzeug für Anfänger handelt. Werfen wir zuerst einen genaueren Blick auf das Steuergerät. Dieses ist für den Betrieb an einer Haushaltssteckdose ausgelegt. Zu beachten ist, dass ein Strom von bis zu 14 Ampere fließen kann. Die Einphasen-Haushaltsspannung wird von dem Steuergerät in eine Dreiphasenspannung variabler Frequenz gewandelt, mit welcher die Drehzahl der Frässpindel vorgegeben wird. Das Kunststoffgehäuse kann mit einem Kreuzschlitzschraubendreher geöffnet werden. Es wird keinerlei Spezialwerkzeug benötigt. An allen Verschraubungen des Gehäuses sorgen Messinggewinde für dauerhaft sicheren Halt. Alle Klemmanschlüsse sind ordnungsgemäß beschriftet. Auffälligste Bauteile im Innern sind die großen Elektrolytkondensatoren mit einer Kapazität von 682 Mikrofarad sowie der große, mit einem Temperatursensor ausgestattete Kühlkörper aus Aluminium für die Halbleiterbauteile der Leistungselektronik. Ein Lüfter mit einem Durchmesser von 5 cm sorgt dafür, dass die warme Luft nach außen gelangt. Die Ansteuerung erfolgt über einen Altera Mikrocontroller Typ EPM240, von dem Datenblätter im Internet erhältlich sind. Die luftgekühlte Frässpindel ist komplett aus Metall gefertigt und wirkt extrem robust. Der Kunststofflüfter ist am oberen Ende der Motorwelle festgeschraubt. Die Kugellager sind eingepresst und können nur mit dosierter Gewalt gelöst werden, weshalb ich auf Fotos des Innenlebens verzichte. Der bürstenlose Motor erfordert auch keinerlei Wartungsarbeiten an den inneren Komponenten. Die Kabelverbindung von Steuergerät und Frässpindel muss angefertigt werden, es liegt lediglich der Steckverbinder für den Motor bei. Auch ein Netzstecker muss über die Schraubklemmen mit dem Steuergerät verbunden werden. Weitere Infos zur Verkabelung und hochaufgelöste Fotos aller Komponenten gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Über das Bedienfeld mit einer fünfstelligen numerischen Anzeige kann die Frässpindel angesteuert werden. Mit den Pfeiltasten wird die Frequenz eingestellt, diese ist proportional zur Drehzahl der Spindel. Die Minimalfrequenz, ab der die Spindel anläuft, beträgt 1,5 Hz. Der Motor wird dabei mit nur geringer Leistung angesteuert. Da keine Sensorrückkopplung besteht, kann der Motor bei niedriger Drehzahl leicht blockiert werden. Die Frässpindel ist für hohe Drehzahlen konzipiert und dann sollte man tunlichst die Finger von dem Motor lassen. Die Drehzahl kann variiert werden, während der Motor läuft, oder es kann vor dem Einschalten ein Zollwert vorgegeben werden. Der Motor dreht dabei langsam bis zur durch die Steuerfrequenz vorgegebenen Drehzahl hoch. Diese Zeitspanne kann über das Bedienfeld programmiert werden. Über das Display wird die aktuelle Frequenz angezeigt. Auch beim Ausschalten wird die Frequenz über eine vorgegebene Zeitspanne bis zum Stillstand heruntergeregelt.
Das gleiche passiert, wenn die Drehrichtung geändert wird, während der Motor läuft. Die Spindel wird zunächst bis zum Stillstand abgebremst und dann in entgegengesetzter Richtung wieder auf die eingestellte Drehzahl beschleunigt. Im Steuergerät ist ein Relais verbaut, das programmiert werden kann, um bei unterschiedlichen Betriebszuständen einzuschalten. Hier ist das der Fall, wenn die Spindel eingeschaltet ist, somit kann über dieses Relais zum Beispiel eine Pumpe für Kühl- und Schmiermittel betrieben werden. Die Maximalfrequenz von 400 Hz entspricht einer Drehzahl von 24.000 Umdrehungen pro Minute. Als Zeitspanne bis zum Hochlaufen auf die volle Drehzahl sind ab Werk 50 Sekunden programmiert. Der Rundlauf, hier gemessen an dem 6mm durchmessenen Schaft eines 2,5mm Fräsers, ist mit etwa einem Hundertstel Millimeter von meiner Messuhr gerade noch feststellbar. Beim Hochlaufen bis zur Maximaldrehzahl sind am Gehäuse keine großen Schwingungen feststellbar. Die lose auf der Holzplatte liegende Frässpindel bewegt sich dabei nicht wirklich vom Fleck. Die sich drehenden Teile des Motors sind offensichtlich gut gewuchtet, was auch an den beiden Bohrungen an der Mutter der Spannzange zu sehen ist. Auch wenn das Hochdrehen und Abbremsen der Spindel auf nur 5 Sekunden verringert wird, bleibt dieser an Ort und Stelle liegen. Über die Klemmleiste am Steuergerät können auch externe Signale zur Motorsteuerung verwendet werden. Die Logikspannung beträgt dabei 5 Volt. Die Frequenz kann über ein 0 bis 5 Volt Signal an der Klemme 5 Volt in vorgegeben werden. Wird ein Potentiometer als Spannungsteiler verwendet, so kann über dieses die Drehzahl eingestellt werden. An diese Klemme kann aber auch das Pulsweitensignal eines Mikrocontrollers über einen Tiefpass angeschlossen werden. Hier verwende ich einen Arduino Uno, auf dem die Software Gabel läuft, um die Frässpindel per Laptop anzusteuern. Mit der 3kW Frässpindel inklusive Steuergerät hat Wewor eine leistungsstarke Einheit im Angebot, die über die Haushaltssteckdose mit Energie versorgt und sehr flexibel angesteuert werden kann.
Weitere Infos und viele hochaufgelöste Fotos des Systems gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget? In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!